Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Mystica TV. Heute habe ich mal eine Erkenntnistherapeutin bei mir. Allein dieses Wort war mir neu, aber Sie werden gleich merken, wie stimmig dieses Wort ist, bei der wunderbaren Satya Marchand. Ich grüße dich. Hallo Thomas. Schön. Schön, dass du hier bist. Ich bin ganz gespannt und das Ganze geschieht auf Mystica TV. Hallöchen, da sind wir wieder. Manche von euch fragen sich, wie lerne ich eigentlich meine Gesprächspartner kennen? Das geht über ganz verschiedene Wege. Manchmal kriege ich eine E-Mail, viele kenne ich schon. Es sind ja einige bekannte Menschen, die auch gerne dann zu mir ins Studio kommen. Aber ich liebe es auch immer wieder, Menschen in den Fokus zu bringen, die man bisher nicht so in der Öffentlichkeit kennt, die aber großartig sind. In diesem Fall war es so, dass ich eine E-Mail bekommen habe von unserem heutigen Gast. Und haben wir uns hin und her unterhalten, nur in dieser E-Mail. Ich habe nur das Logo gesehen und fühlte, wow, wie cool. Und dann habe ich die Webseite gesehen und ich fühlte, wow, wie cool. Muss ich kennenlernen. Tolle Ausstrahlung. Und ich wusste schon damals, die wird wahrscheinlich irgendwann im Studio sein und ich werde sie kennenlernen. Und so ist es passiert. Das Ganze ist vor 2 Jahren gewesen und heute ist sie hier. Heute bist du hier. Hallo Satya, ich grüße dich nochmal. Hallo Thomas. Schön, dass du hier bist und in der Tat, so ist es passiert. Und wir haben uns angefreundet, sehr schnell. Und du hast mir auch schon beratend hier und da geholfen. Da habe ich dich sozusagen in der Praxis erleben dürfen. Ja, stimmt. Ja. Und du bist Erkenntnistherapeutin. Lass uns das Wort zuerst nochmal anschauen. Also Erkenntnis ist das eine, Therapie ist das andere. Warum diese Verbindung? Erstmal braucht man ja ganz profan irgendeine Marke oder ein Label, mit der man in der Öffentlichkeit zumindest andeuten kann, was so getan wird. Und ich finde das Wort selbst ein bisschen sperrig, weil es auch sehr lang ist. Erkenntnis, Therapeutin. Therapieren ist klar, Therapien begleiten. Und mit der Erkenntnis finde ich es einfach so, dass wenn einem etwas nicht so sehr gut gefällt oder wenn man einen Leidensdruck hat oder wenn man sich auch physisch schlecht fühlt, dann ist es erst in dem Moment möglich, etwas zu verändern, wenn man erkannt hat, woran es denn liegt, dass man sich nicht so wohl fühlt. Das heißt, Erkenntnis schafft eine Klarheit, wo vorher Unklarheit und auch Überforderung ist. Und in diesem Zustand kann nichts wirklich verändert werden. Mhm. Und so hat sich dieser Begriff gebildet für mich. Ich erlebe dich auch als eine Lebensbegleiterin, die durchaus vermutlich auch mediale Fähigkeiten hat. Aber ich merke, du hilfst vor allem den Menschen, die Gedanken besser zu verstehen und zu hinterfragen und die Muster zu hinterfragen und all diese Dinge. Erkenntnis ist ja mehr als nur etwas verstehen, oder? Also Erkenntnis ist so, da habe ich wirklich etwas in mir erkannt. Oder wie würdest du es nochmal beschreiben? Was ist so der... Das ist ja das Faszinierende. Je näher man ein Wort anguckt, umso mehr Ecken, Nischen, Tiefen und Horizonte bildet ein und das gleiche Wort. Und Erkenntnis wird erstmal ja oft in fast pathetischem Sinne benutzt. So eine Erkenntnis, weltverändernd, Nobelpreisträchtig. Man kann das auch abstrippen. Eine Erkenntnis ist alles, was mir hilft, meine Realität zu erfassen. Und eine Erkenntnis kann auch sein, dass es mir immer schlecht geht, wenn ich bei meinem Stammchinesen 116 esse. Mhm. Und dann finde ich es schlau, dem Rechnung zu tragen und das nächste Mal Nummer 115 zu bestellen. Mhm. Ist auch eine Erkenntnis. Ist jetzt nicht so rasend tief. Aber in dem Moment, wo mir halt etwas klar wird, nämlich, dass ich immer nach 116 mich schlecht fühle, dann probiere ich einfach was Neues. Um aber was Neues probieren zu können, muss ich ja so eine Art Bestandsaufnahme dessen machen, was mich umgibt und wie ich mich bisher verhalte. Und dieses Sortieren der Gedanken, was du angesprochen hast, das findet oftmals auf der gleichen Ebene statt, in der diese krummen Gedankenmodelle zustande gekommen sind. Das heißt, ich gerate in Probleme aufgrund meines So-Seins. Und wenn ich mir dann selbst mein So-Sein betrachte, dann fällt es schwer, was zu korrigieren oder vielleicht andere Komponenten mit reinzunehmen, weil ich einfach zu dicht dran bin. Und wenn ich jemandem zuhören darf, der mir erzählt, warum es ihm so geht und so geht und so geht, dann habe ich ja einen ganz anderen Blick. Ich bin ja neutral.
Und weil ich eben außen bin und neutral bin, kann ich viel besser sortieren, als wenn es mein eigenes Zeugs ist, was ich auf Reihe bringen möchte. Du hast ja viele Ausbildungen hinter dir, hast viel gelernt, viele Werkzeuge, hast aber meines Erachtens da so einen ganz eigenen Weg draus gemacht, der sozusagen immer vermittelt, also was ich bei dir merke, ist, man kriegt ein sehr starkes Gefühl von Respekt, ja, und jeder geht seinen eigenen Weg und du bist jetzt niemand, der sozusagen einem den Weg abnimmt, aber du hilfst so ein bisschen klarer zu sehen, kann man das so sagen? Das finde ich ja schön, was du sagst. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass kein Mensch, kein einziger Mensch, mit dem ich bisher zu tun hatte, dysfunktional ist. Ich gehe nicht davon aus, dass derjenige, der mich um Rat fragt, völlig auf der falschen Straße ist und jetzt mal dringend eine Korrektur bedarf, sondern ich gehe davon aus, dass dieses Verhalten, was derjenige mir zeigt, absolut logisch, nachvollziehbar, sinnvoll und allermeistens als Selbstschutz notwendig und unverzichtbar ist. Und von daher käme ich auch gar nicht auf die Idee, da irgendwie reinfuschen zu wollen oder sagen zu wollen, nee, das kannst du aber nicht so machen, das kannst du besser so machen. Sondern ich finde es viel sinnvoller, nachvollziehbar zu machen, warum derjenige sich auf diese Art verhält und eben nicht auf eine andere. Denn darin liegt ja dann, da sind wir wieder bei der Erkenntnis, genau darin liegt ja die Erkenntnis, warum bestimmte Dinge immer auf ein ähnliches Resultat hinauslaufen, obwohl ich vielleicht eine andere Wunschvorstellung habe. Aber in dem Moment, wo ich mich selbst besser nachvollziehen kann und auch meine vermeintlichen Fehler so betrachten kann, erwächst auch eine andere und eine neue und schönere Freundlichkeit mir selbst gegenüber, weil ich nämlich endlich aufhören kann, mir zu sagen, ich ticke falsch, ich bin nicht in Ordnung. In dem Moment, wo ich weiß, dass das, was ich tue, auf eine bestimmte Art sinnvoll ist, habe ich ja die Möglichkeit, mich selbst viel freundlicher und entspannter und auch zuversichtlicher zu betrachten. Ja, vieles ist ja entstanden in der Kindheit, in der Jugend, Glaubensmuster und all diese Dinge. Und wir haben im Vorgespräch gesagt, du bist gerne bereit, auch über deine Vergangenheit zu sprechen, die wahrlich kein Zuckerschlecken war. Das heißt, du musstest da selber durch vieles durchgehen. Das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, dass es das ist, was mir heute auch hilft, mich in viele andere Menschen, denen es sehr schlecht geht, reinzuversetzen, weil mir das auf eine bestimmte Art so nah und so vertraut ist und das, was ich selbst alles durchlebt habe. Das heißt, ich brauche gar nicht eine Gebrauchsanweisung, wie gehe ich mit jemandem um, der traumatisiert ist oder wie gehe ich mit jemandem um, der sich depressiv fühlt, weil das alles Zustände sind, die ich selbst kenne, die ich durchlebt habe. Und da geschieht dann eine Unterstützung oder eine Begleitung oder auch nur ein Nachvollziehen können und eine Empathie auf gewissermaßen natürlichem Wege, weil das meine eigenen Seiten sind, die ich da auch sehen kann. Vielleicht magst du mal andeuten, was das für Themen waren und vor allem, wie hast du dich selbst daraus hervorarbeiten können? Hattest du auch Menschen, die dir geholfen haben? War das viel eigene Innensuche? Wie bist du vorgegangen? Ist das total Blöde. Nee, ich hatte überhaupt keine Menschen. Also die früheste Erinnerung, die ich habe, das muss so ungefähr, da war ich 4, glaube ich. Da habe ich in der Zimmerecke gesessen, die von meinem Zimmer zur Küche ging und habe geweint, weil wirklich geschluchzt bitterlich, weil ich dachte, das Leben ist so sinnlos und das Leben ist so traurig und wie kann man es nur schaffen, leben zu müssen in einer solchen Welt. Und dann kann ich mich erinnern, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich habe solche Angst, ein schlechter Mensch zu werden. Und meine Mutter hat im Kochtopf gerührt und hat das gar nicht weiter zur Kenntnis genommen. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass sie es nicht zur Kenntnis nehmen konnte, weil sie mit ihrer eigenen Geschichte so beschäftigt war, dass es ihr einfach nicht möglich war, sich um ein Kind zu kümmern. Also nein, ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen konnte. Und es ist so bei uns gewesen, dass mein Vater krank war, wirklich psychisch schwer krank. Er hatte Freude darin, andere Lebewesen gezielt zu quälen. Der hat Haustiere, ich hatte einen kleinen Hamster, den hat er über eine Schrankwand laufen lassen, die sehr schmal war. Und dann hat er ihn runtergeschubst und hat zugeguckt und sich dran gefreut, wie er dann unten aufgeschlagen ist. Er hat mich selbst, wie nennt man das, gezielt gequält, geplant gequält. Ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken kann. Also er hat mir
Als ich ganz klein war, hat er Rasierklingen in mein Bettchen gelegt, weil er wohl mal gucken wollte, ob ich mich schneide oder nicht. Er hat mich auf seinen Schultern reiten lassen und hat dann, wenn es unter dem Türsturz durchging, sich nicht gebückt, dass ich da durch kann, sondern hat mich mit dem Kopf dagegen schlagen lassen. Er hat mir im Dunkeln aufgelauert, er hat mir ein Bein gestellt, dass ich hingeschlagen bin. Also er hat es einfach gezielt gemacht. Und ich habe trotzdem immer wieder versucht, auf seinen Schoß zu dürfen oder habe versucht, dass es doch wieder gut werden wird und habe mit ihm gespielt oder versucht zu spielen. Aber es endete halt jedes Mal damit, dass er wieder irgendwas machte, was mich in Tränen und Schmerz brachte. Und dann entstehen in dem Kind natürlich so Glaubenssätze, wie das Leben ist unberechenbar und gefährlich. Ja, jederzeit kann was Schlimmes passieren. Ganz genau. So, und ich weiß natürlich jetzt, dass der wirklich schwer krank war. Das wusste ich aber damals nicht. Und damals hat es halt nur dafür gesorgt, dass ich Angst vor allem hatte, die ich auch gar nicht begründen konnte. Meine Mutter hat das Ganze natürlich mitbekommen, aber schien sie nicht weiter interessiert zu haben. Also sie hat mich nicht geschützt oder hat auch sonst nicht meine Partei ergriffen. Das war eben einfach so. Okay, dann hatte ich also niemanden, mit dem ich da sprechen konnte oder der mich vielleicht getröstet hätte. Und meine Mutter hat sich irgendwann scheiden lassen, hat einen anderen Mann geheiratet, der in Holland lebte. Und als ich 12 war, ist sie dann nach Holland gegangen und hat mich in Deutschland alleine gelassen. Und das heißt also auch physisch alleine. Meine Großeltern sind dann zu mir gekommen und haben meine Wäsche gewaschen und haben mir Konserven mitgebracht, dass ich für eine Woche zu essen hatte. Die sind also immer am Wochenende gekommen. Ja, und dann habe ich mit 12 eigentlich angefangen, alleine zu leben und war erleichtert, weil diese Repressionen, die durch meinen Vater entstanden, die sind dann einfach weggefallen. Das war schön. Aber natürlich habe ich immer noch gedacht, dass die Welt ein sehr schlimmer Ort ist. Und ich hatte auch keine Freunde, weil wenn man so gestört aufwächst und dann auch so gestört ist, wie ich das war, dann findet man auch keine Freunde. Und dann haben Bücher, würde ich sagen, die Funktion einer Lebensrettung gehabt. Auch ein Zugang, auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, genau, so war das. Und dann habe ich, um deine Frage so dahingehend konkret zu beantworten, ja, dann habe ich angefangen, mich da selbst rauszuwursteln. Indem ich alles Mögliche gelesen habe. Und hurra, da gab es dann auch noch andere Menschen, denen es ähnlich schlecht ging oder sogar noch viel schlechter. Und das war so eine Erleichterung zu sehen, dass meine Gefühle, dass ich damit nicht monströs bin und dass ich nicht alleine bin damit, sondern dass es andere Zusammenhänge gibt, die auch Schlimmes hervorbringen. Aber das heißt wirklich ohne lange Therapie oder so, sondern wirklich aus dir selber heraus. Ja, schön, beeindruckend. Immer wieder ermutigend, dass sowas möglich ist. Ja, weil oft wird ja gesagt, man muss jetzt irgendwie 3 Jahre in Therapie gehen und dies und das und jenes. Ja, jeder Mensch ist ja anders, jeder braucht eine andere Hilfe. Es wäre ja auch niemand da gewesen, der mich in Therapie schickt. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Also wenn es so ein Haushalt gewesen wäre, wo sich jemand um mich gekümmert hätte, der hätte dann wahrscheinlich gesagt, aber mal ganz schnell jetzt. Aber sowas gab es ja gar nicht. Ja. Und kannst du dich erinnern, wie es dir gelang, eben jetzt zum Beispiel dieses, die Welt ist grauenhaft, alles ganz furchtbar, wie sich das langsam wandeln konnte? Kann man es gar nicht so festmachen an einzelnen Dingen, weil es ein Prozess war? Oder fallen dir schon Wendepunkte in deinem Leben ein, wo du gemerkt hast, wow, jetzt löst sich gerade was? Also tatsächlich nicht so ein Wendepunkt, sondern ich glaube ganz kleinschrittig. Und einfach dadurch, dass ich überhaupt begonnen habe, immer noch am Leben zu sein und in die Welt zu gehen und dass ich anfangen konnte zu merken, es ist überlebbar. Es ist tatsächlich so, dass ich immer noch am Leben bin. Und dann ganz, ganz unspektakulär. Ich habe dann angefangen zu arbeiten. Ich habe Geld dafür bekommen, für das ich mir Sachen kaufen konnte, die mir keiner weggenommen hat. Ich habe ganz vorsichtig beginnen können, soziale Kontakte zu knüpfen, wo ich auch überhaupt gar nicht wusste, wie man das denn so macht und wie das denn geht. Und Stück für Stück habe ich so das Gefühl, dass ich mir so eine Art von Boden unter den Füßen erstrampelt habe. Ja, aber tatsächlich sehr kleinschrittig und nicht so eine Wendemarke. Nee, die gab es nicht.
Wenn jetzt jemand zuhört und merkt, boah, mir geht es eigentlich ähnlich, ich vertraue dem Leben gar nicht und ich habe sehr viele Ängste und ich weiß gar nicht, ob ich hier sein will. Mhm. Sehr pauschal natürlich, aber es gibt so Menschen und manchmal hat man es selbst schon erlebt in sehr, sehr schwierigen Phasen. Gibt es irgendwelche Sätze, wo du sagen würdest, die helfen schon mal ein bisschen? Also wenn ich jetzt solche Sätze finden würde, es gibt sie zweifelsohne, das glaube ich, aber die Problematik mit solchen Sätzen besteht für mich immer darin, dass sie erstens individuell unterschiedlich zugeschnitten sein müssen, denn das, was meinem System unterstützend ist, das mag für jeden anderen oder für viele andere einfach nur Blabla sein. Das ist die erste Schwierigkeit. Und die zweite Schwierigkeit besteht darin, in meinen Augen, dass ich damit etwas zu überschminken versuche, was aber ja trotzdem da ist. Wenn so wie Affirmationen. Das Leben ist schön und ich glaube gar nicht wirklich dran. Ja, so. Genau. Denn wenn ich mit dieser Konditionierung nun mal auf den Weg gekommen bin, dass ich Ängste habe, dass ich Zweifel habe, dass ich das Leben eine bedenkliche Angelegenheit finde, dann braucht es ziemlich viel Affirmatives und ziemlich dick aufgeschmiert, um nicht immer wieder darin zurückzufallen. Ja. Und das ist erstens sehr anstrengend, weil das einen großen Energieaufwand bedeutet, sich immer wieder die gleichen schönen Sätze vorzusagen oder immer wieder in der Küche die entsprechenden Post-its suchen zu müssen, die darüber hinwegtäuschen sollen, dass es mir ja eigentlich ganz anders geht. Also es ist wirklich mit sehr hohem Energieaufwand verbunden. So, das ist das eine. Und das andere ist fast so ein bisschen wie Materialverschwendung. Weil in diesem Zweifeln oder in diesen Ängsten oder in dieser Unsicherheit ja eine ganz eigene Qualität liegt. Und bei mir ist diese Qualität in diese Richtung gegangen, dass ich es für analytische Zwecke benutze. Dass ich also gar nicht versuche, mich abzulenken von meinen Unsicherheiten, sondern dass die mir eigentlich ein Werkzeug sind und ein Hilfsmittel sind, um Dinge immer kleinteiliger durchblicken zu können, um in der Analyse auch immer weniger schlampig zu werden, sondern wirklich ganz, ganz, ganz genau hinzugucken und mich nicht abzufinden oder zufrieden zu geben mit irgendwelchen Zwischenergebnissen, die ich dann aber schon als das Endresultat setze. So, dass, also jetzt vielleicht ein bisschen pragmatischer ausgedrückt, ich denke, so wie man nun mal gestrickt ist, das hat ja sicherlich auch ein Grund und eine Ursache, weil warum bin ich so, wie ich bin? Das ist aber schon mal ein schöner Ansatz. Ja, weil das hat alles seinen Sinn. Ja. Warum kreiert meine Seele oder habe ich unbewusst oder bewusst das kreiert, Um auf diesem Wege ganz besondere Erfahrungen zu machen? Ja, genau. Ja. Denn wenn ich diese Werkserstattung nur mal mitbekommen habe und davon ausgehe, dass das sinnhaft ist und eben nicht davon ausgehe, dass das alles hier eine Ansammlung von chaotischen, beliebigen Zufälligkeiten ist, na, dann wird es ja wohl auch einen Sinn haben, dass ich nun mal meine Disposition habe. Und dann wäre es ja so gesehen eben schade, zu versuchen, mir eine andere Disposition zurechtzubasteln, mit der ich dann irgendwas mache, sondern mich lieber darauf zu besinnen, das, was ich habe, in diesem Fall also Ängste, Unsicherheiten, Zweifel, und die möglichst sinnvoll einzusetzen. Also ich bin schon richtig so, wie ich bin. In jeder Situation. Auf der einen Seite ist dieses Analysieren der Gedanken. Manchmal wird aber auch gesagt, das Entscheidende sind ja die Gefühle. Und dann wird oft gesagt, wenn man ein Trauma hatte oder eine schwierige Situation, muss man es noch einmal richtig fühlen, um es loslassen zu können. Aber ich glaube, davor haben eigentlich Menschen Angst, denen es gerade nicht so gut geht. Wenn denen jetzt gesagt wird, sie sollen noch mal ganz tief fühlen, das wollen sie ja gar nicht und dadurch ändert sich nichts. Was ist da so eine Hilfe, eine Antwort? Ich stelle noch ganz einfache Fragen. So. Das ist so ein bisschen wie wenn der Sperrmüllmann vorbeikommt und ich weiß, ich habe jetzt die Chance, Sachen auf die Straße zu stellen, die ich nicht mehr brauche, dann muss ich sie auch noch mal in die Hand nehmen, weil sonst kommen sie halt nicht an den Straßenrand. Ja, ja. Und wenn man eben dazu neigt, Dinge gerne um sich versammelt haben zu wollen, dann wird man den Sperrmüllmann vorbeiziehen lassen und kann dann eben nicht entrümpeln, weil man sie nicht in die Hand nimmt und nicht rausstellt, die Sachen. Ist da vielleicht das richtige Bild? Ich sehe den Müll, muss ihn noch mal in die Hand nehmen, aber ich muss ja nicht noch mal reinspringen und mich darin suhlen, sondern es reicht, wenn ich ihn wahrgenommen habe und dann schnell so und dann so? Ja,
Ja, und ich glaube, es hat auch was mit Entscheidungen zu tun. Ja, ja. Weil in dem Moment, wo ich mich bewusst dazu entscheide, mit meinem Müll noch ein bisschen weiter zusammen wohnen zu wollen, habe ich auch eine andere Akzeptanz des Mülls. Ja, ich verstehe. Und dann kann ich mich auch auf dessen Duftnote wieder einschwingen. Und dann stinkt es für mich auch gar nicht, weil ich habe mich ja aktiv dazu entschieden, mit diesem Müll lieber noch sein zu wollen. Und wenn ich aber die Entscheidung treffe, aha, Sperrmüll ist ja super, macht's ja praktisch. Weg mit dem Scheiß. Genau, so, dann treffe ich die Entscheidung, so, ich nehme dich jetzt in die Hand, damit ich mich von dir verabschieden kann und stell dich dann an den Straßenrand. Mhm. Also im Grunde wieder nur etwas tun, wozu man sich auch innerlich bereit findet. Und wenn ich mich stark genug fühle oder entschlossen genug fühle, meine Traumata zu bearbeiten, dann wird es mir sicherlich auch nicht so schwer fallen, sie nochmal betrachten zu müssen und da nochmal durchzugehen, als wenn ich beispielsweise von einer gutmeinenden Sozialarbeiterin zu einer Therapie verdonnert werde, aber innerlich eben überhaupt noch gar nicht so weit bin, das tun zu müssen. Also schon die Ermutigung, schau dir lieber jetzt schon mal die Sachen an, wenn du merkst, es ist nicht so angenehm. Oder auch da, naja, ich merke schon, es geht eigentlich immer wieder darum, auf sein eigenes Gefühl zu hören, wann ist es richtig, eine Sache zu machen und wann nicht. Und das finde ich eben auch das Herausfordernde an der Begleitung, weil man meint ja oft zu wissen, ganz oft meint man ja zu wissen, was der andere doch nur zu tun bräuchte, eben, so einfach, damit es ihm besser geht. Ja, richtig, richtig. Und ich finde es auch sehr verlockend, immer wieder darauf reinzufallen, dass man denkt, Mensch, also wenn der jetzt so und so, na, der bräuchte doch nur und dann ist alles gut. Und diese Herausforderung finde ich eben tatsächlich immer wieder, nicht auf diesen Trugschluss, egal wie man es nennt, nicht darauf reinzufallen, sondern genau bei dem Menschen zu bleiben und zu versuchen, sich in dessen Situation zumindest so weit reinzufühlen, dass der schon eine eigene Entscheidungskompetenz haben wird. Und dass der nicht gesagt bekommen muss, was er jetzt mal zu tun hat, sondern dass er eigentlich nur aufgefordert zu werden braucht, sich das mal anzuschauen und anzufühlen, was er da gerade hat. Mhm. Und dann kann der ja sagen, ja, das möchte ich weiterhaben. Oder nee, das möchte ich tatsächlich ändern. Mhm. Mhm. Es gibt aber trotzdem Menschen, die sozusagen das so ein bisschen verdrängen und boah, geht schon, ich mache einfach irgendwie weiter. Ja, und dann ist es auch vielleicht sogar genau richtig, einfach so weiterzumachen. Also Erkenntnisse haben ja oft auch mit Wahrheit zu tun. Das kann man nicht gerade synonym setzen, aber man glaubt ja, wenn man eine Erkenntnis getroffen hat, dann ist man der Wahrheit nahe. Und Wahrheit ist ja immer was zutiefst Individuelles. Also eine Zeit lang herrschte ja so dieser Glauben vor, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Genau. Ja. Und dass wir alle gut beraten sind, wenn wir uns dieser objektiven Wahrheit gefälligst anschließen. Genau. Die Wissenschaft hat alles erklärt, ist eigentlich alles völlig klar. Genau. Und wenn man selbst was anderes trotzdem denken sollte, dann irrt man sich halt, weil die Wissenschaft hat ja diese objektive Wahrheit. Und wenn die Erkenntnis darin besteht, dass aber eine individuelle Wahrheit akzeptiert werden muss, dann ist es schon daraus ersichtlich, dass es unmöglich ist, für einen anderen Menschen eine Wahrheit erkennen zu wollen. Weil das ist dann tatsächlich die Aufgabe, die der ja selber zu erspüren hat, was denn seine Wahrheit ist. Und diese Wahrheit, das ist eine vielschichtige Angelegenheit, weil Wahrheit sich Gesetzmäßigkeiten entzieht. Wenn eine individuelle Wahrheit erkannt wird, dann kann das zum Beispiel der Feind einer Beständigkeit sein. Also es gab ja früher so oder vielleicht heute noch diese Vorstellung, Beständigkeit ist das, was zu pflegen ist. Mhm. So, und wenn ich jetzt aber konservativ Und wenn ich jetzt eine Erkenntnis habe oder mich meiner individuellen Wahrheit zu verhalten versuche, dann kann das durchaus sein, dass ich nicht B sage, nachdem ich A gesagt habe, weil ich nämlich A als falsch erkannt habe und deswegen B nicht mehr machen möchte. Und das hat eine ziemlich große Unberechenbarkeit in sich. Man ist dann für seine Mitmenschen nicht immer nachvollziehbar und man wirkt vielleicht sogar unbeständig. Ist aber in der eigenen Definition, wäre man dann seiner Wahrheit verpflichtet. Also ich spüre auch, und da sind wir uns ja auch einig, ich habe auch immer das Gefühl, wir sind alle Menschen,
haben vieles gemeinsam, aber trotzdem ist jeder anders. Jeder hat seinen eigenen, ureigenen Weg. Und trotzdem, wenn wir jetzt mal so ein Extrem hinterfragen, wenn ich nochmal so einen Menschen wie dein Vater, oder können wir auch andere Menschen betrachten, die sozusagen sehr viel Ungutes tun, aus deren Sicht ist das deren Wahrheit. Muss man das denn diesen Menschen auch zugestehen oder wie kann man damit umgehen? Ich fürchte, dass das so ist, wie du sagst. Mhm. Ich glaube, man muss ihnen das zugestehen. Und ich glaube, die Sinnhaftigkeit dessen kann sich nur dann erschließen, wenn man auch wieder dieses kleine System verlässt und wenn man vielleicht ein bisschen vogelperspektivischer schon wird und sich zum Beispiel dann fragen könnte, warum musste mein Vater sich so verhalten, respektive, wo kann für mich der Sinn drin sein, dass ich in einen solchen Haushalt hineingeboren werde. Und dann ist es natürlich schon viel unterstützender, wenn einem da so eine Art Glaubensmodell zur Verfügung steht, in dem man sich nicht als armes Opfer fühlen muss, sondern in dem man vielleicht sagen könnte, dass in einer dualen Welt oder in einer Welt der Polaritäten, um das eine empfangen zu können, etwas anderes notwendig ist. Oder einfacher ausgedrückt, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie sich Demütigung und Verrat und Schmerz anfühlt, dann habe ich auch nicht die Chance, eine Glückseligkeit empfangen zu können. Denn wenn es nur Glückseligkeit gäbe, dann wäre es kein Gegenteil. Dann gäbe es kein Gegenteil und ich könnte nicht Verrat erkennen beispielsweise. Mhm. Und in unserer Welt der Polaritäten oder des Dualen ist es immer beides. Und das ist halt diese sogenannte relative Ebene, auf der wir hier sind, dass nichts einfach nur gut ist, dass auch nichts einfach nur schlecht ist, sondern dass beides da ist und es für uns anscheinend die Herausforderung ist, eine Balance zwischen diesen Dingen finden zu können und eben auch wählen zu können, sich entscheiden zu können. Ja, verstehe. Also mir hilft ja da auch das Bild der Wiedergeburt, wo dann vielleicht gesagt wird, dass Seelen sich vorher schon verabredet haben, das und das wird wahrscheinlich passieren. Mhm. Darf nicht dazu führen, dass man damit Dinge entschuldigt, aber es ist sozusagen so nach dem Motto, es ist erheblich sinnvoller, an eine Sinnhaftigkeit zu glauben, als nicht an eine Sinnhaftigkeit zu glauben. Zum Beispiel. Jetzt auch wieder ganz pragmatisch, oder? Ja, auch das ist nämlich die Wahlmöglichkeit. Das finde ich eine schöne Frage, die sich öfters zu stellen lohnt, dieses woran möchte ich denn eigentlich glauben? Ja. Das klingt so für Mainstream-Ohren wahrscheinlich völlig idiotisch, weil da ist ja dann klar, man glaubt an das, was die Wahrheit ist. Und was die Wahrheit ist, definiert Herr Doktor und Herr Professor und irgendeine Studie. Und aber im Mainstream, wenn ich unterbreche, ist ja oft so, es ist alles zufällig passiert und es gibt nur Materie was soll da Gott und so, das mag sein. Ja, genau. Ist auch ein Glaubenssystem. Das ist ein Glaubenssystem, und nicht die Wahrheit. Total. Ja, oder ein Aspekt der Wahrheit. Ein Aspekt der Wahrheit, So. Und wenn aber derjenige sich wohlfühlt da drin, in diesem Verneinen und in dieser Nichtsinnhaftigkeit, weil ihm das vielleicht gestattet, sich selbst erratischer zu verhalten, als er sich verhalten müsste, wenn er selbst an eine Sinnhaftigkeit glaubt. Was heißt denn erratisch? Ich kenne das Wort unvorhersehbar, unberechenbar. Unkalkulierbar und wahrscheinlich sich selbst nicht nachvollziehbar. Ja. So. Und wenn das aber Lebensqualitätsaspekte darstellen, warum sollte man ihn dann da rausbringen? Es kann sich ja durchaus gut anfühlen, an nichts zu glauben oder an eine Sinnlosigkeit zu glauben, weil das viel weniger Konsequenzen für das eigene Handeln mit sich bringt. Ich meine, wenn ich mich hinterfragen muss, ob das, was ich tue, jetzt gerade Sinn hat, dann ist es ja durchaus anstrengender, als wenn ich irgendwas tun kann, ohne mich zu fragen, hat das jetzt irgendeinen Sinn? Lebt sich ja bequemer. Ja. Das heißt also, wenn jemand es vorzieht, an sowas zu glauben, ist das ja völlig in Ordnung. Und deswegen finde ich eben diese Frage so schön, an was möchte ich glauben? Ja, sich das zu erlauben, ist ja schon mal was Tolles. Ja. Sich zu erlauben, zu sagen, in welcher Welt möchte ich leben? Ja, genau. Und ich entscheide mich, ich lebe lieber in einer sinnhaften Welt. Ja. Auch wenn ich dadurch manchmal von manchen Zeitgenossen als naiv betrachtet werde. Denn das ist ja auch in Deutschland, man sieht es immer wieder, wo es wird alles ganz furchtbar, Politik und so, und die Menschen sind so hart zueinander. Ist auch alles richtig, aber es ist halt nur ein Teil des Ganzen. Und trotzdem hat es auch mit meinem Blick zu tun. Diesen Teil gibt es auch. Genau.
Und nun wäre ja dieser Teil aber durchaus auch möglich, als so eine Art Prüfung zu betrachten. Ja. Nämlich erstens mal wieder, woran möchte ich glauben? Und zweitens, wenn es diesen Teil gibt, also es ist ja dann so gesehen auch nur eine Spiegelung dieser, ja, dieses Dualen oder dieser Polarität. Und das kann ja dann auch neugierig machen, um so die Fragen zu stellen, ja, was ist denn eigentlich, gibt es sowas wie eine absolute Wahrheit überhaupt? Das heißt, wenn man drauf gestoßen wird auf Missstände, dann kann man einerseits darüber sehr traurig sein, was ich auch durchaus berechtigt finde. Und gleichzeitig und andererseits kann es aber diesen kleinen Spalt öffnen und so eine Neugier auch wachhalten. Ja, gibt es denn was darüber hinausgeht? Mhm. Denn wenn das Ganze doch sinnhaft ist, also wenn man sich mit sich selbst darauf einigen kann, dass es sinnhaft ist. Naja, und auch dann, für dich war das ja ein Weg, darf man nie vergessen. Ja. Ja. So, und dann ist natürlich auch das, was mein Vater, um mal so was Kleineres oder was irgendwelche Regierungsmenschen, um mal was Größeres, dann liegt natürlich auch darin eine Sinnhaftigkeit. Ja, ja. Das sind ja diese Prinzipien. Also man kann dann ja nicht sagen, ja, alles hat einen Sinn, aber das, was der macht, das macht dann halt eben dann doch auch Sinn. Ja, ja, spannend. Jetzt werden manche Zuschauer denken, boah, toll, das klingt ja alles super, philosophisch, echt. Aber mir geht's echt scheiße, ich habe einen ganzen Tag zu tun, zu Hause Kinder, ich habe überhaupt keine Zeit für mich. Oh. Und ich bin traurig, mir geht's nicht gut. Ja, kommen ganz viele Menschen, die genau sowas sagen. Das glaube ich. Mhm. Gibt's irgendwelche pauschalen Hilfen, die du schon mal empfehlen kannst, dass der Mensch, ich sag mal, sich erstens vielleicht ein bisschen mehr annehmen kann und bewusster wird und erste Schritte unternimmt aus dem scheinbar selbstgebauten Gefängnis oder scheinbar von außen gebauten Gefängnis, wo der Mensch glaubt, gar nicht rauszukommen. Ja, ganz, also das allererste und für viele auch schon wirklich sehr revolutionäre ist die Aufforderung, die dann von mir käme, dass dieser Mensch sich ernst nehmen soll, gefälligst. Also nicht ernst nehmen darf, weil das klingt viel zu sehr nach einer großzügigen Erlaubnis, die ich ja auch gar nicht befugt bin zu geben, sondern dass er sich ernst nehmen soll, muss. Denn wenn man sich nicht ernst nimmt und die eigenen Traurigkeiten, die eigenen Verzweiflungen, die eigenen Aussichtslosigkeiten damit bagatellisiert, dass es ja den anderen auch nicht besser geht, dann kommt man halt nie weiter. Mhm. Und Leid lässt sich niemals relativieren. Das, was für den einen eine tiefe Zermürbung darstellt und eine zerfleischende Pein, das mag für jemand anders verhandelbar sein. Deshalb hat es überhaupt gar keinen Sinn, sich zu vergleichen. Und um damit aufzuhören mit diesem Vergleichen, muss man beginnen, das, was sich in einem selbst zeigt, ernst zu nehmen. Und auch das ist ein Entschluss. Und da kann auch, finde ich, niemand wirklich sagen, das schaffe ich nicht, denn da gibt es überhaupt nichts zu schaffen. In dem Moment, wo ich irgendwas ernst nehme, irgendwas, eine Gehaltserhöhung, eine Mietkündigung, in dem Moment, wo ich irgendwas ernst nehmen kann, weiß ich, wie es geht und kann deshalb auch das, was von mir selber kommt, ernst nehmen. Und wenn ich begonnen habe, damit anzufangen, etwas von mir ernst zu nehmen, dann hat das eine ganz andere Wertigkeit. Es steht auf einmal mitten im Raum. Es wird nicht wegbagatellisiert. Es wird nicht verniedlicht, sondern da ist es nun. Und dann kann ich was damit machen. Dann kann ich nämlich sagen, aha, ich nehme jetzt endlich mal ernst, dass ich keine anderen Menschen mag. Liegt das daran, dass die anderen Menschen sind? Also mag ich Menschen grundsätzlich gar nicht? Oder liegt das daran, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass ich die nicht mag? Und wenn ja, was mag ich an ihnen nicht? Also in dem Moment, wo ich anfange, etwas ernst zu nehmen, kann ich mich mit gewissermaßen Expeditionsdrang auf die Reise begeben und so erforschen beginnen, was es denn eigentlich ist, was mir nicht gefällt. Das setzt wirklich zwingend voraus, dass ich das, was mir nicht gefällt, dahinstelle und ernst nehme, weil ich es sonst nicht untersuchen kann. Toll. Es klingt so leicht, so entspannt ich kann es gut nachvollziehen. Aber was ist, wenn ganz starke Emotionen aufkommen und ich damit einfach nicht zurechtkomme? Und dann erlebe ich das einmal und dann lasse ich wieder los und merke, das kann es nicht sein. Sag mal, versuch mal noch konkreter zu sagen. Also ich schaue mir die Menschen an und merke, das sind aggressive Leute und davor habe ich einfach nur Angst und ich will mit Aggression nichts zu tun haben. Aha. Dann verdränge ich alles wieder und dann gehe ich halt. Okay, dann würde ich fragen,
wie der Kontakt mit diesen aggressiven Menschen überhaupt zustande kommt. Also ist derjenige, der mich sowas fragen würde, zum Beispiel Gefängniswärter, der dann notwendigerweise ja mit aggressiven Menschen zu tun hat, dann würde ich vielleicht fragen, ob er sich innerhalb des Gefängnisses in die Suppenküche versetzen lassen könnte, weil es da vielleicht ein bisschen friedlicher zugeht. Ich würde in jedem Fall versuchen, es konkret zu machen, weil aggressive Menschen gibt es natürlich ganz viele, aber die Frage ist ja, habe ich auch tatsächlich mit denen aktiv zu tun? Ja, ja. Denn wenn ich diese Aggression einfach grundsätzlich als unangenehm empfinde, aber im Wesentlichen in meiner Schrebergartenkolonie ganz zufrieden bin, weil es da unaggressiv ist, dann ist ja gut. Dann habe ich ja so gesehen kein Problem. Das heißt, ich würde immer versuchen, das möglichst konkret zu machen. Also gar nicht so sehr, was ja dann oft empfohlen wird, was hat es mit mir zu tun, welche Mängel sind da in mir, die sich nur widerspiegeln. Ich meine, sowas kann man fragen, muss man aber scheinbar gar nicht. Also die Frage ist ja auch, wo hängt der Spiegel? Also wenn wir jetzt hier, doch, da ist einer, okay, aber da muss ich den Kopf wenden, um den zu sehen. So, das heißt, natürlich gibt es immer die Möglichkeit, mich zu spiegeln und alles, was mir widerfährt, als Spiegelung zu erfahren. Aber es gibt ja auch, und das ist ja auch eine Unterscheidung, die gar nicht immer so ganz leicht vorzunehmen ist, eine Interpretation dessen, was man im Spiegel sieht. Und man kann sich natürlich auch über die Beleuchtung eine Frage stellen. Also ist das, was mir jetzt gespiegelt wird, sieht das gerade deshalb so angenehm aus, weil die Glühbirne nicht viel taugt? Oder sieht das deswegen ganz angenehm aus, weil ich am Spiegel dran vorbeigucke? Und ist das mein individueller Spiegel oder ist das ein kollektiver Spiegel? Weil das gibt's ja auch. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, von Aggressionen geradezu überflutet zu werden, dann muss das nicht zwingend eine individuelle Aussage für mich sein, sondern dann kann das auch was Kollektives sein, dessen Teil ich ja bin. Und das kann ich auch wieder für mich ein bisschen untersuchen, schauen, wo, was fühle ich wirklich, in welchen Zusammenhängen und ja, und auch durchaus wieder ganz konkret, was genau belastet mich denn jetzt daran? Also was viele Menschen zum Beispiel so pauschal sagen, dass sie Stress haben. Und Stress ist immer was, also es wird oft unterschätzt, Stress ist tatsächlich was extrem Zersetzendes und Krankheitsförderndes. Wenn man aber nicht genau sich darauf konzentrieren kann oder fokussieren kann, was mir denn genau diesen Stress macht, dann bleibt das immer bei dieser vagen Aussage, ich bin so unter Stress. Ja, stimmt. Ich kann so viele Ursachen haben. So viele. Und dann kann auch überhaupt nichts verändert werden. Vielleicht möchte aber auch nichts verändert werden, sondern man sagt dann einfach nur, ich bin so im Stress, damit man nicht für ganz voll genommen werden muss. Denn wenn man sagt, ich bin so im Stress, dann nimmt es einem ja auch keiner übel, wenn man jetzt vielleicht nicht so konzentriert ist oder vielleicht nicht so zugewandt ist. Ja, ich bin krank und so, oder in Ruhe gelassen wird, gepampert. Ja, das kann auch sein. So, und von daher ist es dann noch nicht mal wichtig, dass der begleitende Mensch versuchen würde, dieses System zu entstressen, weil das will der ja vielleicht gar nicht loslassen, sondern dass dann vielleicht erstmal geguckt wird, ja, braucht er den Stress womöglich, um was anderes nicht betrachten zu müssen. Also eigentlich kommt man immer nur weiter, wenn man ganz viele Lupen hat und wenn die Beleuchtung stimmt. So. Öfter mal den Spiegel wechselt und guckt, habe ich nicht eine rosa Brille noch auf? Zum Beispiel, und also genau. Ja, schön. Ja, so Bilder helfen dann schon, das ist oftmals schon toll. Ne? Also ich merke schon, es geht um den Lebensweg und du bist so ein bisschen ein Mensch, der einen einfach nur so aufmerksam macht, schau doch mal dahin, hast du das schon mal betrachtet und so, oder? So? Und ich glaube sogar, dass das so sein muss, weil dann kommen wir jetzt wieder zu dieser schönen Wahrheit zurück. Und dann kann man ja auch sagen, das finde ich auch wirklich nicht zu vernachlässigen, dass eine Wahrheit immer nur dann eine Aussagekraft besitzen kann oder dass eine Wahrheit nur dann wirken kann, wenn der Empfänger reif dafür ist. Ja. Was nützt der tollste Satz, wenn du den auf ein System herabregnen lässt, das den Schirm aufgespannt hat? Da kann selbst der Dalai Lama zu mir sprechen, aber wenn ich nicht offen bin und kein Sensorium dafür habe, dann sind das nur schöne Worte. Heißt es aber dann, Entschuldigung, wenn ich so schnell, wir kennen uns einfach. manchmal heißt es, es gibt ja manche Leute, die sagen, nur durch einen Lehrer oder einen Guru oder einen Therapeuten kommst du weiter.
Das stimmt ja sicherlich nicht in dieser ausschließlichen Funktion. Würdest du sogar sagen, es braucht wirklich überhaupt keinen Lehrer? Oder würdest du sagen, je nachdem? Da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. Das kann man nochmal untersuchen. So also da würde ich mich jetzt untersuchungstechnisch als erstes mal an dem Wort brauchen erfreuen. Weil wenn du dich daran erfreust, finde ich das schon mal super. Weil so brauchen tut man tatsächlich erschütternd wenig. Mhm. Und von daher ist die Frage, ob ich einen Lehrer brauche, mit so einer Intensität aufgeladen, die es vielleicht gar nicht hat. Und vielleicht lässt sich dann lieber umformulieren, habe ich Lust auf einen Lehrer, habe ich Lust auf einen Guru, habe ich Lust, mich begleiten zu lassen, in welcher Form auch immer, ob persönlich oder via Medien. So. Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, brauche ich einen Lehrer, dann fühle ich mich durch diese Frage schon fast auf so eine Existenzebene gedrängt. So ganz unverhandelbar. Und ich, beides stimmt. Ich glaube nicht, dass ich sagen lässt, ja, ich brauche einen Lehrer. Und ich glaube auch nicht, dass ich sagen lässt, ich brauche keinen Lehrer. Sondern vielleicht eher so als Möglichkeit. Mhm. Es ist wunderbar, wenn es die Möglichkeit gibt, sich begleiten zu lassen und einen Guru haben zu dürfen, weil es wunderbar sein kann, ein Vorbild zu haben, etwas, an dem man sich ausrichten kann, aufrichten kann, sich erwärmen, erfreuen kann. Das kann unheimlich schön sein, auch jemanden bewundern zu dürfen. Und gleichzeitig kann es auch wie die eigene Knute werden, weil man kann sich ein Vorbild auch immer so zurechtstellen und aufhängen, dass man es nie schaffen wird, da ranzukommen. Ja. Dass man dann auch in so einer Ehrfurchtshaltung bleibt, was sehr schade ist, weil das dann eben nicht dazu angetan ist, das eigene Potenzial eher so zu entfalten, sondern dann hat dieses Vorbild eher dieses, das schaffe ich sowieso nicht, aber du bist toll. Also unbewusst auch sich einen Ersatzvater suchen, der auch immer überein steht, wo man auch so verlockend. Ne? Und auch das kann ja gut sein. Also im Sinne von sich Ersatzvater suchen, das könnte ja dann auch so etwas Nachnährendes haben. Auch wieder richtig. Wenn so eigene Beziehungen. Merk schon, immer wieder Bewertungen raus, immer wieder spüren. Ist es gut für mich? Ja, es wird dadurch auch weniger vernichtend. Es bleibt offener, weil wenn so kategorisch gesagt wird, das eine braucht man, das andere braucht man nicht, dann wird ja der Weg, auf dem zu wandeln, ist ziemlich statisch. Mhm. Und wenn man es für sich selbst offen lassen kann und sich eher so in sich reinspürt und fragt, ist mir denn danach, hätte ich denn Lust, mich begleiten zu lassen, dann ist da ja eine Bereitwilligkeit, eine Offenheit, vielleicht auch sogar das Gefühl von Fülle und nicht so sehr das Gefühl von, ich muss jetzt sonst. Ja, aber wenn ich so hinspüre, du glaubst also schon an eine Sinnhaftigkeit des Lebens und auch darin, dass wir so eine Führung, innere Führung eigentlich immer haben. Ist also, das so? Mm. Oder immer wieder dazu Zugang finden können? Es gibt ja viele Menschen, die genau das bezweifeln. Die sagen, wir sind hilflos dem Leben ausgeliefert, wir brauchen einander, um überhaupt Schritte weiterzugehen. Mm. Aber es gibt eben auch die innere Führung. Wie würdest du das so? Also diese innere Führung, die sehe ich tatsächlich so als bei jedem Menschen vorhanden. Und gleichzeitig sehe ich so, dass diese innere Führung sorgfältig zum Entgleisen gebracht wird. Also wenn man jetzt bei Führung so in Bezug wie eine Schiene sich das vorstellt, dann wird das also spätestens mit Beginn der ersten Trotzphase gründlich zum Entgleisen gebracht. Mhm. Weil in dem Moment, wo Eltern ihr Kind als jemanden erleben müssen, das andere Ansichten hat als man selber und sei es nur, was die Aufnahme des Mittagsbreies anbelangt, von dem die Mutter der Meinung ist, der muss jetzt aber rein in dieses kleine Kind und in dem das Kind die Lippen presst und überhaupt nicht findet, dass da irgendwas rein muss, dann werden ja so Hubschraubergeräusche unternommen, damit das Kind abgelenkt wird und vor Erstaunen den Mund öffnet und zack ist dann da der Breilöffel drin. Ja. Was ja wirklich sehr übergriffig ist. Richtig. Und was ja jetzt mal gemein gesagt schon die Vorbereitung für spätere Essstörungen ist. Aber das gilt eben als normal, weil die Mutter glaubt zu wissen, was für jemand anders, in diesem Fall ihr Kind, das Beste ist. Das heißt, die innere Führung, die das kleine Kind bis zu diesem Zeitpunkt noch hatte, die kommt da zum Entgleisen, weil es eben erleben muss, dass die innere Führung nicht so mächtig ist, wie das, was an äußerer Führung obendrauf kommt. Mhm. Mhm.
Und das führt natürlicherweise und logischerweise dazu, dass das, was an innerer Stimme bei jedem Menschen da ist, immer leiser wird, weil die äußeren Stimmen allermeistens lauter sind. Mhm. Und damit dann jemand überhaupt wieder entdecken kann, was er haben möchte, wonach er sich sehnt, was er wie er leben möchte, da muss dann ganz viel von diesen äußeren Stimmen wieder gelernt werden, auszublenden, um einer anderen Stimme den Vorzug zu geben. Es ist ja auch so, dass wir oft diese äußeren Stimme unbewusst übernehmen. Irgendwann ist es unsere eigene Gedankenstimme, die sich ständig sagt, ich muss und ich sollte. Und dann ist mir gar nicht mehr klar, dass es früher mal die Eltern oder die Lehrer gesagt haben. Ja, das stimmt. Wie finde ich wieder zu dieser inneren Stimme? Also bei mir kommt so spontan, sollte ich zum Beispiel lernen zu meditieren, damit meine Gedanken ruhiger werden? Oder was hilft mir, wenn ich das Gefühl habe, ich weiß überhaupt nicht mehr meine innere Stimme, ich habe keinen Zugang dazu? Also stell dir vor, du machst genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du mich zerfressen bist von Zweifeln und dass dein Selbstwertgefühl unter der Tür durchzuschieben ist. Mhm. Wenn du dich in diesem Zustand hinsetzt und meditierst, ja, was soll da kommen? Also da hörst du ja genau die Stimme. Ja. Da ist das Beste, was dir gelingen kann, und das wäre dann wirklich schon gut, dass jede Stimme die Klappe hält. Dass du da einfach Ruhe da oben hast, das ist schon gut. Aber sollten dann Stimmen zu dir sprechen, dann werden das vermutlich auch in der Meditation nicht die Stimmen sein, die sehr hörenswert wären, sondern dann werden das in aller Wahrscheinlichkeit die Stimmen sein, die du bis zum Überdruss gehört hast. Ja, verstehe. Und deswegen wäre meine Empfehlung dann auch nicht, sich diesen Stimmen noch genüsslich auszusetzen, sondern viel pragmatischer zu erkennen, dass ich Geschichten geglaubt habe, die andere über mich erzählen. Und im Falle von diesen Selbstzweifeln findet man es ist sehr vielen Menschen möglich, findet man sehr schnell die Möglichkeit herauszufinden, von wem diese Stimmen eigentlich gekommen sind. Und fast jeder hat dann noch so im Ohr zu hören, das schaffst du ja doch nicht, so als Beispiel. Und dann passiert eben genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn man lange genug hört, das schaffst du ja doch nicht, dann diffundiert das in sehr subtiler Weise in das eigene System. So, und dann tauscht sich die Stimme, die vielleicht der Mutter gehörte, nach und nach aus in die eigene Stimme. Und man fängt an, etwas zu glauben, was einem über einen selbst erzählt wurde. Mhm. Und da in aller Regel kaum ein Kind vor dem 17. Lebensjahr zu Hause auszieht, hat diese Stimme gut Zeit, um einzusickern. Und wenn das Kind dann auszieht, dass er dann kein Kind mehr ist, dann ist in aller Regel mit dem Auszug es nicht so, dass die Sachen, die nicht mehr benötigt sind, aus dem elterlichen Haus zurückbleiben. Ja. Also man schmeißt diese Stimme dann nicht raus. Man nimmt sie ja dann doch mit. Man nimmt sie mit. Man zieht mit ihr um. Man richtet sich mit dieser Stimme in seiner neuen Wohnung ein. Und eigentlich, und das ist dann eben so, ja, im Grunde wirklich sehr einfach, eigentlich braucht man ja nur zu erkennen, dass das, was man da geglaubt hat, erstmal eine Geschichte ist. Und ob die der Wahrheit entspricht, das kann man mal versuchen zu erforschen. Und im Falle von, das schaffst du doch sowieso nicht, wenn ich dann also begonnen habe zu glauben, das schaffe ich doch sowieso nicht, dann kann ich ja mal ganz nüchtern und pragmatisch gucken, ob das denn überhaupt stimmt, ob ich tatsächlich noch nie was geschafft habe, ob es tatsächlich so ist, dass alle Dinge, die ich angefangen habe, wieder beiseite gelegt wurden oder missraten sind. Und ganz schnell kommt man alleine bei Betrachtung der letzten 60 Minuten dazu. Man kommt nicht umhin, feststellen zu müssen, dass man da ganz viele Sachen geschafft hat. Und sei es nur, dass man was eingekauft hat, ohne auf der Treppe hinzufallen. Oder dass man sein Portemonnaie nicht vergessen hat. Oder. Und das mag dann nicht wesentlich genug aussehen, weil es doch selbstverständlich kriegt doch jeder hin. Aber diese Grundaussage, das schaffst du doch sowieso nicht, die hat dann schon Risse bekommen. Schön.
Ja, mir fällt da auch dieses Glückstagebuch ein, was auch so eigentlich so banal klingt, dass man denkt, wie naiv und so. Aber trotzdem, Menschen, die sozusagen eher depressiv sind und nicht so viel Glück empfinden, glauben nicht so viel Glück zu empfinden, wenn die anfangen, einfach jeden Morgen, und selbst ich habe das mal in einer schwierigen Phase angefangen, zu gucken, was habe ich eigentlich Schönes erlebt an diesem Tag, da fallen mir plötzlich 12, 15, 20 tolle Sachen ein. Ja. Und plötzlich ändert sich was in meiner Seele. Und ich merke, wow, da hatte ich Freude, das war schön, das war fein. Wenn man das jeden Tag macht, dann ändert sich wirklich was. Ja. Also das, dann sprichst du jetzt auch schon gleich so diese wirklich total spannenden Forschungen aus der Neurobiologie an, weil sich da tatsächlich genau das bestätigt hat, was du gerade sagst, wenn man etwas über einen gewissen Zeitraum hinweg tut. Und um präzise zu sein, müssen es 21 Tage sein. Moment, genau. 3 × 7, 21 Tage. Doch, ja, auch schon dann, gehört. Genau, dann lässt sich eben tatsächlich mit diesem bildgebenden Verfahren ganz genau dokumentieren, dass sich neue Synapsen sich so geschlossen haben, dass neue Denkbahnen entstehen. Dazu braucht es also eine gewisse Beharrlichkeit, die dann mit den 21 Tagen, das ist dann das Fundament, so auf dem das stattfinden kann. Und das finde ich auch deshalb sehr schön, dass du das so ansprichst, weil es hat wirklich ziemlich viel mit einer Disziplinierung zu tun. Die Schwierigkeit bei Depressionen ist ja, also eine der Schwierigkeiten, dass man sich komplett aussichtslos fühlt, komplett antriebslos, von einer Hoffnungslosigkeit durchdrungen ist, die dann eben so demotivierend ist oder sogar so lähmend ist, dass es eben schon schwerfällt, das Bett zu verlassen. Und dass es wirklich schon als ganz großer Fortschritt gewertet werden kann, wenn man das schafft. Wenn man aus dem Bett rauskommt und sei es nur, um mal kurz aus dem Fenster zu gucken. So. Und sich das auch bewusst zu machen, dass mit diesem Überwinden einer bestimmten Lähmung, einer bestimmten Stagnation, dass das bereits der Beginn einer Aufwärtsspirale sein kann, das finde ich auch ganz wichtig. Schön. Und das hat ja auch mit einer Disziplinierung zu tun. Ja. Wenn ich weiß, wenn ich das jetzt tue, dann hat es das und das zur Folge. Das kann sehr motivierend sein. Ja, oder eben, indem ich anfange, mir die Situation wirklich mal anzuschauen. Und ganz wichtig eben auch, wird bewusster. Ja, weil so wie wir jetzt gesprochen haben, ist es so, okay, ich bin depressiv. Und wie manage ich das jetzt? Wie gehe ich damit um? Und das ist in der einen Weise natürlich auch eine berechtigte Frage, wie damit umzugehen ist. Welche Frage ich aber natürlich viel interessanter finde, ist, warum bin ich denn überhaupt depressiv? Also davon ausgehend, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, freudig ist, weil das unser Urzustand ist. Ach du. Weil das, unser... Alle Kinder strahlen voller Freude, das sieht man ja auch. Das ist genau, das ist das eigentlich das Normale. So, und wenn dann jetzt eben es trotzdem Depressionen gibt, dann können wir ja davon ausgehen, dass das eben nicht der Normalzustand ist, sondern dass irgendetwas irgendjemanden dazu gebracht hat, eben in dieser Depression anzukommen. Und dann finde ich es eben natürlich wichtig, wie komme ich da raus und wie kann ich das managen? Aber zuerst mal finde ich es ganz wichtig, dass diese Depression auch gewürdigt wird, weil auch die hat ja ihren Sinn. Und dann mag sich nämlich sowas herausstellen, wie dass es ein durchaus gutes Zeichen sein kann, in einer Depression gelandet zu sein. Denn wie ich glaube, Jiddu Krishnamurti hat das gesagt, es ist kein Zeichen seelischer Gesundheit, an eine zutiefst gestörte Welt angepasst zu sein. Und wenn man das zugrunde legt, dann hat es ja einen Sinn, weshalb man in dieser Depression gelandet ist. Das heißt, bevor man versucht, sie wegzukriegen, kann man erstmal versuchen herauszufinden, was einen denn dazu gebracht hat. Wunderbar. Und dann lassen sich die Lebensumstände unter anderem, oder nicht unter anderem, das war doof, möglicherweise so formen, dass diese Depression gar nicht mehr nötig ist. Wenn ich zum Beispiel ein belastendes Umfeld verlasse oder wenn ich mein Glaubensmodell so zu justieren vermag, dass es mir unterstützend ist, anstatt mir jeden Tag zu zeigen, wie zerstörerisch und zersetzend alles ist. Und das hat mit Akzeptanz zu tun. Das ist das, was du ja auch vorhin sagtest, erstmal überhaupt
das anzunehmen, das zu akzeptieren, was da ist. Ich habe immer so das Bild dann dadurch, wird es heller, wenn ich es ansehe, ist es kein Schatten mehr, es kommt in mein Bewusstsein, wenn es mich auch erstmal schockiert, aber dann kann ich damit etwas anfangen. Ja, und das Verrückte ist ja sogar, wir tun ja so, als hätten wir eine Wahl. Also wir finden uns in einer bestimmten Situation wieder und mobilisieren alle Zähne, Krallen und Klauen, um sie uns gewissermaßen vom Leib zu halten, weil wir dagegen sind. Wir sind gegen diese Situation. Aber wir haben sie selber kreiert. Erstens das und zweitens sind wir dummerweise schon drin. Ja, stimmt. Was nützt es mir also, dagegen zu sein? Das ist gut, guter Gedanke. Ja. Und wenn ich in dieser Situation schon drin bin, dann ist es nicht mehr verhandelbar, ja, nehme ich die jetzt an oder nehme ich die jetzt nicht an. Mir bleibt nichts anderes übrig. Und da mir nichts anderes übrig bleibt, finde ich es dann schlauer, die Kraftreserven, die mir gerade noch zur Verfügung stehen, da zu investieren. Erstens vielleicht, was will diese Situation mir sagen? Oder auch, was mache ich denn jetzt damit? Weil drin bin ich ja sowieso schon. Also dieses Lieben, was ist, das ist eigentlich gar nicht so sehr ein Vorschlag, sondern letztlich bleibt einem nichts anderes übrig. Ich bin mittendrin. Es ist untrennbar mit mir verbunden. Also mache ich was damit. Cool. Also, wow, schon ist eine Stunde vergangen. Wunderbar. Echt? Ja, voll. Boah. Also, großartig. Nein, ich finde es wunderbar, weil ich was mir wirklich gut gefällt, zum Beispiel dieses Bediene dich auch deines Verstandes, ist dir gegeben als ein wunderbares Werkzeug. Weil in vielen Therapien geht es ja manchmal nur noch ums Fühlen und Meditieren. Nein, ganz bewusst untersuchen, detailliert anschauen und so. Erstens und zweitens, der Bewusstseinsweg ist ein lebenslanger, also habe Geduld. Manches braucht seine Zeit. Ja. Viele hoffen dann in einer Therapiestunde oder in einem Gewalt irgendwie Behandlung geheilt zu werden, aber es ist ein langer Weg und wir dürfen auch Geduld haben. Ja. Also diese beiden spüre ich so, wenn ich mit dir spreche. Ja. Naja, und wenn man, also dieser Wunsch ist ja klar, dass es irgendwo Klick macht und dann ist das Elysium so, da. Hätten wir schon gern manchmal. Hätten wir schon gern manchmal. Genau, darf auch alles weiter so sein, aber im Grunde weiß jeder selber, dass das mit der Komplexität des Lebens, der man sich ja andererseits auch sehr erfreut, ja überhaupt gar nicht vereinbar ist. Ja. Weil wie will ein vielschichtiges, komplexes, multidimensionales Etwas mit einem Einwirken sich verändern. Mhm. Also natürlich verändert es sich, aber ja nicht so, dass nun alles anders ist durch ein Eingreifen. Also das hieße wirklich, so eine Komplexität auch ein bisschen zu ignorieren. Stimmt. Und wir Menschen sind ja auch komplex. Jo. Das Leben ist komplex, ja, klar. Und schön. Danke. Toll. Ich finde, wir haben auch ein paar tiefe Themen beleuchtet, was auch zum Leben ja dazugehört. Und ich habe mich gar nicht vorbereitet. Ich wusste, das wird toll, spannend. Und ich danke dir sehr und bin gespannt, wie sich dein Weg weiterentwickelt. Man kann sozusagen dich konsultieren, kriegt dann, man kann sozusagen, wenn man nicht weiter weiß, du berätst auch via Skype und Telefon und so, habe ich gesehen. Und schön. Ja. Wunderbar. Alles Gute dir und vielleicht bis bald. Ja, schön. Und alles Gute Ihnen, alles Gute euch. Ja, der Bewusstseinsweg ist ein lebenslanger und manchmal braucht es auch Jahrzehnte, bis sich etwas wirklich gelöst hat. Aber diese Jahrzehnte haben es dann gebraucht. Denn dann konnte deine Seele dieses Thema von allen Seiten untersuchen und hat dadurch eine Kompetenz, kann damit vielleicht anderen Menschen helfen. Das ist nur noch ein Gedanke von mir. Alles Gute, bis bald.